Hallo zu einem Short Review News Podcast mit Sascha. An der Kinofront braut sich was zusammen. Matrix 4 ist in Vorbereitung. Jetzt zum 20. Jahrestag des Films, der 1999 die Kinoleinwände eroberte und 16 Jahre nach dem dritten Teil Matrix Revolutions, hat sich Lana Wachowski, also die ehemaligen Wachowski-Brüder, haben sich zusammengetan und ein neues Drehbuch wohl Warner vorgestellt. Mit dabei sollen bereits die alten Schauspieler sein, also Carrie Ann Moss als Trinity, Lawrence Fishburne als Morpheus und natürlich Keanu Reeves als Neo und Hugo Weaving als Agent Smith. Was wird uns da wohl erwarten? Man darf ja nicht vergessen, dass Matrix 1 wirklich alles überflügelt hat und große Kritiken bekommen hat. Nur dann haben Teil 2 und 3 nicht die Erwartungen der Fans erfüllt. Ich sage immer, der erste Teil hat das Universum festgelegt und Teil 2 und 3 spielen in dem Universum. Gut, vielleicht war da ein wenig zu viel Philosophie dahinter, zu viel drumherum. Aber andererseits, jeder Film hat coole Charaktere, coole Szenen und einfach versucht, etwas ganz Neues zu machen, was man nicht kannte. Jetzt, 20 Jahre später, sage ich mal, ist die Messlatte für einen vierten Teil sehr hoch, da auch die Technik im Kinobereich sehr viel weitergegangen ist. Diese Stop-Motion, Slow-Motion, Kameraführungen sind sehr häufig benutzt. Die Kameras sind digital heutzutage und so wesentlich mehr fähig. Dann gibt es auch sehr viel Konkurrenzmaterial. Ähnliche Filme mit ähnlichen Thematiken, die natürlich sich inspiriert haben von Matrix. Viele Filme mit bahnbrechenden Kameraführungen, die auch von der Geschichts- oder von der Erzählstruktur sehr überraschend sind. Also hohe Erwartungen werden gesetzt. Ich setze auch hohe Erwartungen in einen Matrix 4-Film. Jedenfalls abwarten heißt es nur. 2020 soll die Produktion beginnen, beziehungsweise auch der Dreh. Dann dauert das bestimmt 2 Jahre, bis der Film, also 2022, wird wohl der Release dann sein von Matrix 4. Die nächste interessante News ist, Spider-Man Far From Home kommt als Extended Cut ein zweites Mal in die Kinos. Also genau dasselbe, was auch mit Avengers Endgame der Fall war. 4 Minuten soll mehr drin sein, und zwar eigentlich nur eine 4 Minuten längere Actionsequenz, heißt es. Bisher ist ein Release nur in Amerika geplant. Warum Sony diesen Release gemacht hat, ist nicht bekannt. Anders eben halt war es ja bei Avengers Endgame, die unbedingt noch ein bisschen mehr einspielen wollten, um James Camerons Avatar vom Thron des erfolgreichsten Films aller Zeiten zu stoßen. Weiter ist aber auch ein dritter Spider-Man-Film mit Tom Holland in Gefahr, überhaupt gemacht zu werden, weil sich gerade Disney und Sony, man kann sagen, auf eine Art streiten, nicht einig sind, wie nun die Wege für Spidey weitergehen. Einerseits will Sony halt wieder einen neuen Film machen, aber Disney hat wohl andere Gedanken und deswegen weiß man nicht, ist er nun wieder im Marvel Cinematic Universe? Inwieweit sind dann die Avengers oder die Elemente der Avengers dabei? Nick Fury, Happy, der Assistent von Tony Stark, Tony Starks Erbe sozusagen. Wie weit wird das noch das beeinflussen? Egal, am 25. November 2019 erscheint erstmal Spider-Man Far From Home auf Blu-ray und 4K, UHD und DVD. Darauf freue ich mich auf jeden Fall und es heißt, diese 4 Minuten längere Action-Szene oder diese 4-Minuten-Action-Szene soll als extra da drauf sein. Wir werden sehen. Das waren die Short Review News als Podcast. So, jetzt seid ihr gefragt. Bitte hinterlasst einen Kommentar, ein Like und wie denkt ihr über diese Dinge, die ich hier als News zusammengefasst habe? Dazu schaut auf www.shortreview.de einfach mal vorbei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Sascha.